Internet zum Beispiel
von den vier Institutionstypen kann man hier nur zwei sehen. Also vom einheimischen Gedächtnisinstitution handelt sich eigentlich nur die Universitätsbibliothek in Karlsruhe und die öffentliche Bibliothek von Johannes Rogatius angeschlossen. Also die Bibliothek. Und dann das Ostslawische Museum in Kascha. Wie wir sehen, Archive und Galerien fehlen. Gedächtnisinstitutionen sehen können, nämlich Museum, Archiv, Galerie,
komplexe Formen haben, findet ihnen alles auf einmal. Also der Erfüller, der Nutzer, ist es eigentlich dann im Ziel. Das war eine Vorstellung von zwei realen Projekten und jetzt werde ich ein utopisches vorstellen. Sie wissen, dass ich eine fünfwendige Geschichte Pressburgs inspiriert habe und bei der Herausgabe oder bei der Vorbereitung des vierten und fünften Bandes hat sich sehr viel breites Material angesammelt, das eigentlich in das Buch nicht hineinpasst. Aber es wäre sehr große Schade, wenn es einfach verlieren würde. Zum Beispiel mündliche Erinnerungen oder Videos. Wie bringen Sie sowas in ein Buch? Und das war eigentlich der Grund, eine Idee eines Regenschirms oder eines Dachportals oder komplexes einfach Gedächtnisportals zu schaffen, der sowohl für Laien, zum Beispiel für Sammler von Ansichtskarten, für Studenten oder auch Familienforscher sein könnte, aber auch für Fachleute, also zum Beispiel Stadt, Ethnologen oder Historiker sein sollte. Er sollte in slowakischer, deutscher und ungarischer Sprache zur Verfügung sein, also so wie es sich für Pressburg gehört. Und so könnte es auch schon Ende des Herbst wahrscheinlich. Also die Hauptidee ist, dass dieses Portal eigentlich die Archive nicht ersetzen soll. Also das ist so wie zum Beispiel hier bei Clark. Also der Benutzer bekommt eigentlich JPEGs in relativ kleiner Auflösung. Also wenn er, er kann es sich anschauen, aber wenn er es zum Beispiel fürs Publizieren benutzen möchte, dann muss er sich sowieso ans zuständige Archiv wenden. Sie können nur zwei Hauptzugänge an das Archiv oder an das Material zugreifen. Das eine ist durch Datenbanken und das andere ist durch geografische Suche sozusagen. Also ich werde als erstes dieses erste Zugang vorhaben. Also wir haben mehrere Filtermöglichkeiten. Sie können nur die Zeit filtern. Also zum Beispiel hier habe ich einmal an der Zeitachse die Zeit zwischen 1920 und 50 angezeigt. Nach diesem Schritt würden Sie hier, ich weiß nicht, wie viele 10.000 Materialien auch anzeigen, von allen möglichen Gaben. Natürlich sollte es für die Sendung, also ich kann das hier weiter einschränken. Bei dem Material zum Beispiel kann ich zwischen Funden, Schriftstücken, Karten, Gemälden, Bedruckten, Fotografien, historischen Ansichtskarten, 3D-Visualisierung, Audio, Erinnerungen, Videos auswählen. Also ich kann zum Beispiel mich für die Endjahre des Zweiten Weltkriegs interessieren und mich interessiert zum Beispiel Fotografie und die Ansichtskarte. Also, jetzt ist eine schöne Sache, ich habe es jetzt Thomas Eigner erzählt, durch eBay kamen ungefähr 20.000 Fotografien ans Licht der Welt von einem Fotografen, Josef Körper. Er lebte in der Stadt zwischen 1926 und 1945. Dann musste er fliehen und eigentlich sein großer Nachlass ist irgendwo verloren gegangen. Irgendwo heißt Nördlingen. Wir wissen nicht eigentlich, was in unserem Institution von seiner Währung vorhanden ist. Also wenn diese Utopie bereits existiert, könnte ich hier